Moin moin Leute und herzlich willkommen zurück bei den Mörderkaninchen. Der Huna Bexen ist hier und mit mir geht es heute in einen weiteren Teil des Flight Factor A320 Tutorials. Wir haben den im letzten Teil so weit hochgefahren, dass wir uns jetzt an Pushback, Engine Start und Taxi machen können und genau darum soll es in diesem Teil gehen. Das könnte eventuell ein bisschen kürzer werden, ist aber gar nicht so schlimm, denn wenn ich jetzt Takeoff und Flug und Landung in einem Teil mache, dann finde ich das viel sinnvoller. Sonst werden die Teile nachher viel zu lang. Da habt dann weder ihr was von, noch ich. Und deswegen mache ich den Taxi jetzt einfach mal in einem Teil. So, wir stehen hier immer noch am Gate rum. Das wollen wir ändern. Die APU haben wir im letzten Teil hochgefahren. Das können wir erkennen. Die ist available. Das steht hier in grün drin im APU Start Selector. Und was wir jetzt machen müssen, ist die externe Power-Einheit abklemmen. Das heißt, wir gehen zuerst in diese Sicht hier und wir haben External Power noch eingeschaltet. Das kann man hier erkennen, da steht On drin. Das brauchen wir jetzt aber nicht mehr, weil wir die APU haben, deswegen machen wir das aus. Da haben wir das Klacken wieder, was ich schon mal erwähnt habe. Dann schauen wir uns wieder diesen Bildschirm hier an. Da wir die APU jetzt ausgeschaltet haben, brauchen wir den natürlich auch draußen am Flugzeug nicht mehr stehen haben. Das stört einerseits beim Pushback und andererseits kann es dabei Bugs geben. Das habe ich auch mit anderen Flugzeugen schon gehabt, wenn man das vergisst und die dann beim Pushback noch dran hängen bleibt. Deswegen machen wir die jetzt ab. Brauchen wir ja nicht mehr. Und dann machen wir diesen Bildschirm hier aus. Ob ihr den ausmacht oder nicht, ist natürlich euch überlassen, ganz klar. Bei mir bringt das allerdings tatsächlich, wie auch das Ausmachen von dem Bildschirm da drüben, ungefähr 2 bis 3, vielleicht auch mal 4 FPS mehr, sodass im Endeffekt dann knapp 5 FPS mehr rauskommen, wenn man diese beiden Bildschirme ausmacht. Und aus dem Grund lasse ich die im Flug meistens aus, denn sobald man die externe Power-Einheit abgeklemmt hat, braucht man diese Bildschirme eigentlich nicht mehr. Wir sind dann soweit, dass wir unseren Pushback planen können. Ich mache das Ganze mit Better Pushback. Wie ihr das macht, ist natürlich euch überlassen. Wichtig ist allerdings, dass dann während des Pushbacks die Triebwerke gestartet werden. So. Wir wollen zur Runway 26 Right. Und wie ihr hier sehen könnt, habe ich das Ganze schon vorgeplant. Wir stehen also hier auf dieser Position. Die 26 Right befindet sich links von uns. Das bedeutet also, wir müssen nach rechts pushen. Genau das habe ich gemacht und das bestätigen wir jetzt. Boden an Brücke. Der Plan ist eingereicht. Bitte rufen Sie mich über das Menü, wenn Sie bereit sind. Alles klar. Das machen wir doch glatt, denn wir sind soweit. Also können wir ihn auch gleich rufen. Bitte nicht wundern, das leckt bei mir mal ein bisschen. Boden an Brücke. Der Schlepper bringt sich in Position. Da kommt er auch schon angefahren. Wir kontrollieren jetzt nochmal eben einmal kurz, ob sich hier nichts umgestellt hat. Wir haben hier unsere beiden Triebwerksanzeigen, das ist richtig so. Es gibt aber einen Unterschied, denn im letzten Tutorial hatte ich das Ganze auf Engine gestellt. Jetzt steht das Ganze im Automatikmodus, das heißt, es wird jeweils die Seite aufgerufen, die wichtig ist. Unser Engine Start Selector steht auf Start. Unser Squawk-Code ist eingegeben. Alle Türen und Luken sind verschlossen. Wir sind bereit, den Schlepper zu verbinden. Sehr schön. Dann gucken wir. Die APU läuft. APU Bleed ist an. Unser Beacon ist an. Perfekt. Dann sind wir bereit zum Pushback und zum Triebwerkstart. Dieses Flugzeug, der Airbus und allgemein alle anderen Airbusse auch, besitzen ein sogenanntes FADEC. Ein FADEC ist ein Full Authority Digital Engine Control. Um das ein bisschen einfacher zu machen, das ist eine autonome, voll digitale Triebwerksregelung. Die überwacht nicht nur die Triebwerke an sich, sondern sie regelt auch solche Parameter wie den Triebwerksstart, was letztendlich dazu führt, dass wir in diesem Flieger, wie gesagt, nur den Engine Start Switch umlegen müssen und dann wird das Triebwerk vollautomatisch gestartet. So, wir lösen jetzt gleich die Parkbremse. Ich bin noch nicht ganz fertig. Hör auf, mir dauernd dazwischen zu quatschen, du Better Pushback-Fuzzi. Wie gesagt, wird das Triebwerk vollautomatisch gestartet. Das heißt, wir müssen weder Fuel dazugeben, noch darauf achten, dass wir die Packs ausmachen. Die Klimaanlagen also, denn auch das macht das Flugzeug komplett automatisch. Da brauchen wir nicht drum zu kümmern.
So, er hat uns gerade gesagt, dass wir die Parkbremse lösen sollen, damit wir uns vom Gate fortbewegen. Und genau das machen wir jetzt auch mal. Hier ist die Parkbremse, die lösen wir jetzt. Los geht's. Wir beginnen mit dem Pushback. Die Triebwerke sind frei zum Anlassen. Das ist sehr schön. Und wir betätigen den Engine Start Switch für Engine Number One. Einfach draufklicken. Dann zoomen wir ein bisschen ran und dann sehen wir hier bei N2, wie das Triebwerk langsam hochfährt. Und genau das gucken wir uns jetzt auch mal von draußen an. Wir sehen schon, das dreht sich. Und das wird jetzt auch gleich immer schneller. Und jetzt hört man auch, wie das Triebwerk gerade angegangen ist. Da hat dann das Fade-Deck Sprit dazugegeben. Jetzt läuft das Triebwerk und fährt weiter hoch. Alles klar. Gucken wir uns den restlichen Triebwerkstartvorgang, vor allen Dingen von dem rechten Triebwerk, jetzt mal aus dem Cockpit an, um mal zu sehen, wie das Ganze aussieht. Wir legen jetzt also den rechten Start-Switch um. Sobald hier oben Available steht, jetzt ist es gerade wieder verschwunden, weil ich zu langsam geredet habe. Also legen wir den Start-Switch um, zoomen mal ran und schauen mal, was passiert. N1 ist die Drehzahl des großen Turbinenfahrens, N2 ist die Drehzahl des Kerntriebwerks. Daran lässt sich gut verfolgen, dass das Kerntriebwerk den großen Turbinenfahren vorne antreibt, denn die sind normalerweise nicht per Welle miteinander verbunden, der vordere Turbinenfahren ist freilaufend. Haben wir gerade wieder ein Klacken gehört. Das bedeutet, dass jetzt auch der zweite Engine Generator umgeschaltet hat. Das bedeutet, dass wir unseren Strom jetzt nicht mehr von der APU beziehen, sondern von den beiden Triebwerksgeneratoren. Wir haben jetzt auch im rechten Triebwerk Available stehen. Das bedeutet also, dass die Triebwerke jetzt gestartet und bereit dafür sind, Leistung abzugeben. Deswegen stellen wir jetzt hier den Engine Start Selector wieder zurück auf Norm, in die Mitte. Das führt dann dazu, dass hier wieder umgeschaltet wird. Die Engine Start Anzeigen verschwinden. Und jetzt warten wir mal eben ganz kurz, bis der Pushback abgeschlossen ist. Der Push-Vorgang ist abgeschlossen. Bitte setzen Sie die Parkbremse. Ich bin ein Meister des Timings. So. Schlepper wird getrennt. Einen kleinen Moment bitte. Während jetzt unser Flugzeug abgedockt und der Schlepper getrennt wird, gehen wir ins Overhead-Panel und als allererstes schalten wir APU Bleed aus. Das brauchen wir nicht mehr, denn wir haben ja jetzt über die Triebwerke unsere Zapfluft und deswegen können wir das ausschalten. Als nächstes kommen die Triebwerkspumpen. Und ihr seht, es macht keinen Unterschied, ob man die vor oder nach dem Triebwerkstart einschaltet. So, weiter geht es dann damit, dass wir jetzt die APU ausmachen. Und da müssen wir einfach nur den Master Switch ausmachen. Der Bypass-Pin ist gezogen. Freizeichen gibt's von der rechten Seite. Einen angenehmen Flug. Tschüss. Alles klar. Gut, dann möchte ich euch jetzt noch mal eben ganz kurz etwas zeigen. Und zwar gehen wir dazu mal einmal nach draußen und schauen uns mal unser Flugzeug an, wie es hier jetzt steht. Wir haben hier vorne am Nose Gear einmal das Taxi Light und einmal diese beiden schrägen Lichter hier. Die beiden schrägen Lichter sind die Runway Turnoff Lights und dieses kleine Licht hier ist das Taxi Light. Wieder zurück im Cockpit, im Overhead-Panel, machen wir jetzt mal die Runway-Turn-Off-Lights an. Gehen wieder raus und gucken uns das Ganze mal an. Da sind sie an. Dann gehen wir wieder rein und machen das Nose-Gear-Light an, allerdings nicht auf Take-Off, sondern nur auf Taxi. Das ist die Mittelstellung, denn wir wollen ja jetzt erstmal taxien. Die Landing-Lights könnten wir jetzt theoretisch auf die Position Off stellen, dann werden die ausgefahren. Wir können sie aber auch einfach so lassen und dann direkt auf On stellen. Wie ihr das macht, ist euch überlassen. Wichtig ist allerdings, dass die tatsächlich erst dann eingeschaltet werden, wenn man sich auf der Runway befindet, beziehungsweise kurz davor ist, auf diese zu rollen. Alles klar. Wir bekommen jetzt hier, ich blende das mal einmal so ein,
eingezeigt in Blau, was noch zu erledigen ist. Ich hatte ja letztes Mal schon vom sogenannten eCam-Display gesprochen und das ist dieses hier. Ihr habt es ja mit Sicherheit auch schon mal gehört, eCam Mimo No Blue. Das heißt also, für den Takeoff dürfen hier keine blauen Meldungen drin stehen. Wir sehen jetzt allerdings hier unten, dass da eine ganze Menge blaue Meldungen drin stehen. Glücklicherweise sagt uns dieses Flugzeug genau, was wir tun müssen, um diese blauen Meldungen wegzubekommen. Wir gehen das Ganze mal eben kurz von oben nach unten durch. Als allererstes steht da vorne T.O, das steht für Takeoff. Und wir sehen, alle Sachen, die da jetzt hinterkommen, müssen gemacht werden, um für den Takeoff ein eCam Mimo No Blue zu bekommen, also um für den Takeoff konfiguriert zu sein. Das bedeutet also, dass wir als erstes uns die Autobrakes auf Stufe Max setzen müssen. In grün steht, was wir setzen müssen und in blau steht, wie wir es setzen müssen. Die Autobrakes befinden sich hier. Und da wir die auf Max setzen müssen, tun wir das jetzt auch. Klicken einmal rein und wir sehen, jetzt ist das grün, das blau ist verschwunden, jetzt ist es also konfiguriert für den Start. Die Seatbelt Signs und die No Smoking Signs haben wir schon eingeschaltet, das brauchen wir also nicht. Deswegen kümmern wir uns jetzt um die Spoiler. Mit den Spoilers sind die Speed Brakes gemeint und die schalten wir jetzt mal auf Arm. Dann sind die auch grün. Als nächstes kommen die Flaps, die schalten wir auf Stufe 2 und ich würde sagen, das gucken wir uns einfach mal an, wie das aussieht. Dafür mache ich das mal kurz weg. Das ist Stufe 2 der Flaps bei diesem Airbus. Alles klar. Wir gehen wieder zurück ins Cockpit. Ich hole uns das Display wieder groß hin. Und jetzt sehen wir, dass bis auf T.O.config nichts Blaues mehr da steht. Die T.O.config ist die sogenannte Takeoff-Config. Dabei werden nochmal alle Systeme und alle Einstellungen überprüft, ob auch wirklich alles auf Takeoff-Config steht. Das machen wir allerdings tatsächlich erst dann, wenn wir direkt vor der Runway sind, also noch nicht jetzt. Denn jetzt werden wir uns erstmal auf den Weg zur Runway machen. Und die 26 Ride in München ist ganz einfach, das zeige ich mal eben einmal kurz. Wir werden uns eben auf den Weg nach oben machen, zoomen ein bisschen raus und dann sehen wir, wir stehen hier. Die 26 Ride ist da hinten. Das heißt also, wir rollen jetzt einfach geradeaus, dann nach rechts und dann wieder links auf die Runway. Und dann sind wir auch schon soweit fertig. Alles klar. Beim Flight Factor A320 ist es wie bei allen anderen Flight Factor Produkten auch so, wenn die Bremsen gelöst werden, rollt das Ding von alleine los. Das heißt, wir lösen jetzt die Parkbremse. Und dann sehen wir schon, der Flieger fängt alleine an zu rollen. Allerdings ist es hierbei nicht so krass wie bei der 767, dass das Ding immer schneller wird und gar nicht wieder damit aufhören will, schneller zu werden. Sondern es hält sich einigermaßen in Grenzen. Man kann also am Anfang tatsächlich ein bisschen Schub geben. Das machen wir jetzt auch einfach mal. Ich beschleunige hier mal auf 10 Knoten und dann lasse ich den Engine-Schub wieder raus. Denn wie gesagt, das Teil beschleunigt selbstständig, das heißt also auch ohne, dass wir Schub geben. Wie wir hier sehen, wir werden immer schneller. Jetzt haben wir schon 13 Knoten und wir sollten auch wie bei der 767... Wenn wir gerade rollen, eine Geschwindigkeit von 20 Knoten nicht überschreiten und wenn wir uns in Kurven befinden, sollten wir eine Geschwindigkeit von 15 Knoten nicht überschreiten. Je nachdem wie spitz die Kurve ist, kann es natürlich sein, dass das auch noch geringer werden muss. Würden wir jetzt mit ATC fliegen, müssten wir uns übrigens hier unsere Taxi Clearance holen. Das hier ist einer der Entries in München. Wir haben jetzt 16 Knoten, das heißt, wir müssen schon wieder ein bisschen bremsen. Und da wir jetzt rechts abbiegen müssen, machen wir das Ganze auch einfach mal. Drehen nach rechts. Und ich hatte ja gesagt, dass wir jetzt einfach nur noch die ganze Zeit geradeaus rollen müssen, so lange bis dieser Taxiway hier aufhört, beziehungsweise bis die Runway da hinten aufhört. Und deswegen machen wir das jetzt auch einfach so. Wir rollen jetzt immer weiter geradeaus
Und dabei kann ich euch nochmal ein weiteres Feature von diesem schönen Flugzeug hier zeigen. Wir gehen mal in diese Sicht hier. Und was wir hier sehen, ist, dass die Tragflächen wackeln. Und zwar nicht nur irgendwie, also es wackelt nicht die ganze Tragfläche, sondern es wackelt tatsächlich nur die Spitze. Ich finde, das hat Flight Factor ziemlich gut hingekriegt und einen derartigen Wingflex könnten andere Flugzeuge auch mal vertragen. Alles klar, da ich nicht vom Taxiway abkommen will, bleibe ich jetzt lieber mal hier. Ich beschleunige das Taxi mal ein bisschen, so lange bis wir bei der aktiven Runway angekommen sind, denn das ist ja gerade ein bisschen langweilig. Und wir sehen uns dann gleich wieder, wenn ich am Holding Point der Runway 26 Right stehe. Parkbremse ersetzen, angekommen. Und dann müssen wir jetzt noch ein paar Dinge erledigen. Als allererstes holen wir uns wieder mit einem Klick auf das ECAM-Display, das mal in groß auf den Bildschirm. Denn wir müssen ja noch unsere Takeoff-Config testen. Dazu zoomen wir einmal hier ran und dann sehen wir hier oben den entsprechenden Knopf dazu, der heißt TO-Config, Takeoff-Config. Und da drücken wir drauf. Hier muss jetzt Takeoff-Config Normal stehen. Wenn das da nicht steht und irgendwelche Fehlermeldungen kommen, dürfen wir nicht starten. Hier ist aber alles gut, also können wir das wegklicken. Dann kontrollieren wir, ob hier beim Transponder die beiden Drehregler ganz rechts stehen, auf BLW und TA/RA, und ob hier oben der Drehregler auf Auto steht, damit sich der Squawk tatsächlich auch aktiv schaltet, wenn wir starten. Das ist alles der Fall, also können wir hier wieder weg. Wir kontrollieren, ob die Spoilers armed sind. Das sind sie, das kann man an diesem weißen Ring hier erkennen. Ich kann das ja nochmal zeigen. Jetzt sind sie nicht mehr armed. Jetzt schon. Dann gucken wir, ob die Flaps auf Stufe 2 stehen. Das sind sie, zumindest beim Schalter. Also gucken wir nochmal hier. Sowohl die Klappen sind ausgefahren, als auch die Vorflügel. Das kann man hier gut erkennen. Dann gehen wir mal einmal nach draußen, denn jetzt kommt noch einmal der Flight Control Check. Einmal Full Left, Full Right, Full Up, Full Down und als letztes Pedals Full Right und Pedals Full Left. Wunderbar, funktioniert alles. Das heißt also, wir wären jetzt bereit für den Start, aber wer genau aufgepasst hat, der hat gesehen, dieses hat sich wieder zurückgeschaltet. Und warum? Genau. Wir haben einmal die Spoilers disarmed. Das habe ich ja gezeigt. Der weiße Ring war verschwunden. Und danach haben wir sie wieder gearmed. Das bedeutet, dass ich theoretisch etwas an der Konfiguration verändert haben kann. Und aus diesem Grund muss, wenn wir etwas verändern, die Takeoff-Config nochmal geprüft werden. Kein Drama. Wir klicken einfach nochmal drauf. Da sich nichts verändert hat, wird das wieder auf Normal springen. Und wir sind soweit durch. Alles klar. Im nächsten Teil gibt es dann Take-off, Flug und Landung. Und bis dahin wünsche ich euch noch einen wundervollen, schönen Tag. Es hat mich sehr, sehr gefreut, dass ihr bis dahin dabei geblieben seid. Und natürlich würde es mich auch genauso freuen, wenn ihr bis zum nächsten Mal wieder dabei bleibt. Wenn euch das gefällt, was ich hier tue, wäre ein Daumen hoch absolute Spitzenklasse, genauso wie ein Abo. Und wenn ihr nichts von mir verpassen wollt, dann klickt ihr am besten auch noch auf die Glocke bei dem Abonnieren-Button, denn dann bekommt ihr immer eine Nachricht, wenn meine Videos hochgeladen werden. Weiter unterstützen könnt ihr mich dann noch, indem ihr mir eine kleine Spende auf TybeeStream hinterlasst. Den entsprechenden Link findet ihr in der Videobeschreibung. Im nächsten Teil dann wie gesagt den Flug, also Take-off-Flug. Landung und vor allen Dingen die Eingabe der STAR, also der Standard Terminal Arrival Route für Frankfurt. Bis dahin wünsche ich euch aber wie gesagt noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut.